Hey Leute, willkommen zurück zu Dark Souls Teil 2. Weiter geht's vor der ominösen Nebelwand und ich hoffe mal, da wird kein Boss hinter warten. Wahrscheinlich ist es aber so, ne? Oh, kein Boss, ein Leuchtfeuer. Geil. Da haben sie mich wieder getrollt, ne? Da haben sie mich wieder getrollt, die Säcke. Warte mal, irgendwie muss ich doch da rüberkommen zum... Nee, das geht nicht, Leute. Ist da vielleicht eine Plattform, auf die ich springen kann? Nee, auch nicht. Naja, gut, das ist richtig fies eigentlich, wenn man darüber nachdenkt. Hinter einer Nebelwand ein Leuchtfeuer zu verstecken. Das ist echt fies, wirklich, das ist richtig fies. Aber ich find's gut. Das Spiel hat irgendwie so eine gewisse Art zu trollen auf einmal. In gewissen Umständen zumindest. Oder unter gewissen Umständen, sagt man, ja. Ne. So. Bin schon mal gespannt, was haben wir hier. Ja, mach du mal deinen Mist da hinten. Oh. Au. Hallo, ist feige. Warte mal, ich hab doch ausgerüstet. Da. Und noch ein Stein. Flop. Sehr schön. Oh, ich wollte erst die Kiste testen, aber zum Glück ist es keine Mimik. Gut. Mirror-Schild. Aha. Was man hier alles findet, ne? Das ist unglaublich. Der Schild des stolzen Ritters... Ne, der Schild der stolzen Ritter des amtlichen Mirror-Ordens. In Mirror, einem stets von Unruhe geplagten Land, symbolisierte dieser Schild die Kraft der berühmten Ritter und ihrer Bereitschaft, für ihr Land ihr Leben in die Waagschale zu werfen. Das hatte ich da auch schon in der Hand, ne? Das Schild, glaube ich. Ach, glaube. Ach nö, jetzt muss ich hier runterspringen, das tut weh. Au. Na gut, ich hätte den Katzenring anziehen können, aber ist jetzt auch egal. Klack, 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 klack. Ich hab ja genug, ne? So. Okay. Wo, da war die Troller, die habe ich getötet. Hier unten war Pate. Ja, ich rede nochmal mit ihm. Dieser Typ, der einen Hass auf ihn hat, kann ich dem jetzt nicht irgendwie helfen, indem ich ihm eine reinwürge? Ich weiß nicht. Well, we... But I don't quite... Ahaha. Gut, er sagt immer dasselbe. Irgendwie, was mache ich denn? Das ist ja Gift. Irgendwie erinnert mich so der Typ so ein bisschen an Patches. Nee, Grave Robber. Grave Robber. Nee, doch, Patches war das, oder? Der Böse. Seht ihr, ich verwechsel das schon wieder alles. Achso. Oh, toll. Verarscht er mich, oder was? Ich habe kein gutes Gefühl. ja, kann ich die Tür vielleicht aufkloppen? Nein, nicht so. Vielleicht so. Geht auch nicht. Schade. Oh Leute, ich muss mir echt mal bei Lenigrast Reparaturpulver kaufen. Ich habe irgendwie überhaupt kein Verlangen, wieder ans Leuchtfeuer zu gehen, die ganzen Gegner hier zu resetten. Obwohl die nicht schwer sind. Das sind halt so ein bisschen... Die sind so ein bisschen nervig, ne? Nee, warte. Jetzt laufe ich wieder ganz falsch. Ich bin gerade kurz verwirrt, aber ich muss links hier. Und dann geht's rauf. Und dann komme ich an diese komische Spule oder was auch immer. So, hier war nur die Kiste. Oh Leute, muss ich da drauflaufen? Ich kann es mir nicht vorstellen. Wahrscheinlich ist das der einzige Weg. Auf diese Teile hier. Sind die nicht ein bisschen schräg, dass ich da runterfahre? Oh! Ja, moin! Ich spring da drauf und krieg direkt Schaden, oder was? Ist auch nicht nett. Ist gar nicht nett. Nee, warte. Oh, Leute, ich brauche wieder mehr Eisenpfeile. Ich habe schon zu viele verschwendet. So, nämlich. Jetzt bin ich wieder hier. Ach, toll. Das ist doch voll für einen Eimer. Ich muss hier doch irgendwie weitergehen. Kann ich da rüberspringen vielleicht? Aber ich kann es mir auch nicht denken. Dass das funktioniert. Guck mal, die sind doch leer, oder? Ja, tatsächlich. Ich habe wahrscheinlich schon Schätze verpasst deswegen, weil ich da nicht dran bin, wo es halt nicht gefährlich war. Warte mal, hier kann ich da bestimmt rüberspringen. Ein bisschen Glück. Lululul. Yes! Wie es klappt. Stiefel der Männchen. Ah, nicht die Plörre. Lauf, lauf, lauf. Ich will nicht vergiftet werden. Oh, komm schon. Ist schon abgetröppelt von mir. Das geht aber ganz schön schnell mit dem Gift, muss man sagen, glücklicherweise.
Hier war ich doch schon. Ach, ich bin die Leiter noch nicht raufgeklettert. Jetzt erinnere ich mich. Ja. Gut, dann hätte ich gar nicht darüber springen müssen. Dann wäre ich auch so hierher gekommen. Aber das ist auch ganz schön verwirrend vom Aufbau, ne? Ganz schön verwirrend. Glaubt ihr, ich bin blöd oder so? Hier, zicken! Haha. Da kommt davon, ne? Huh? Ach, die sind vergiftet? Oder was? Habt ihr euch selbst vergiftet? Oh Leute, ich muss echt mal Gift hier auf die Waffen kriegen, ne? Also Permagift. Oh Gott. Oh Gott. Komm her. Jetzt ruhig mal das Ding kaputt machen können mit dem Gift hier drin, ne? Komm. Du kannst dich ruhig heilen mal so zwischendurch. Habe ich kein Problem mit, Freund. Guck mal, ich habe immer noch genug Flakons. Also das... Flakon, der ist du's. Das reicht ein bisschen. Ziege. Ich kann auch Feuer, guck. Sind das dann die Weibchen, wenn das andere die Männchen sind? Oh, was? Wahrscheinlich habe ich hier schon wieder 1000 Geheimtüren verpasst, ne? Sagt's mir ruhig. Ich will das wissen. Dann gehe ich zurück und suche die alle. Zwei von den Heiners hier. Ist das alles wieder Gift hier? Och Mann. Immer diese Umweltkatastrophen hier. Also, ne? Katastrophen. Wisst schon. Au. Arsch. Grabwächter Oberteil. Zu spät, zu spät. Nein. Na komm, jetzt trinke ich doch mal ein. Okay. Ja, wieder was zu lesen. Von den Gruftwächtern getragenes Oberteil. Die Gruftwächter wachen bla bla bla. Okay. Das war's. Selber Text. Nur halt ohne, dass es die, das Licht verdecken soll. Das Zeug. Oh nö. Nein. Das sind wieder die Knarze. Oder sind das diese Pilze? Das sind die Pilze. Warte mal. Nee, komm, ich wollte jetzt gerade eine Feuerbombe reinschmeißen, dass alles kaputt geht, aber... Das wäre echt dumm. Das wäre echt dumm. Oh oh. Pilzken. Sei brav, Pilzken. Und ich bin vergiftet. Nee, doch nicht. Aha. Doch nicht vergiftet. Ah, ein seidiger Stein. Interessant. Nein, nein, nein. Lass da auf, das ist eine Mimik. Oh, natürlich ist es... Alter Schwede. Natürlich ist es eine Mimik. Ich könnte so kotzen. Ja, 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 ja. Leute, warum habe ich das jetzt schon wieder gewusst? Es ist unglaublich. Intuition. Du Dreckvieh. Ja, komm, stirb am Gift. Rotes Phantom. Nein, nein, nein. Nein. Nein, 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 nein. Du Penor. Kannst du nicht machen, jetzt wo ich gerade am Kämpfen bin mit der blöden Mimik. Arschgesicht, du Blödes. Da, komm her. Entschuldigung, wenn ich wieder so ein bisschen verbal bin, aber... Das war jetzt echt eine miese Stelle. Warum? Ich schwöre euch wirklich beim Leben meiner Katze. Ich habe nicht gewusst, dass das eine Mimik ist. Ich habe es nur versucht... Ich hab's nur antizipiert. Finsterne Stulten und Ar Stulten, ja. Stulpen und Arbeitshaken. Beim letzten Mal habe ich eine Finsterneshose bekommen. Von der Mimik beim Pharaos, wisst ihr noch? Was sind denn die? Finsternisstulpen. Stulpen eines von der Finsternis überwältigten Ritters. Niemand kennt die wahre Identität jener Männer, die die Finsternis angeblich in ihrer Hand haben. Alter Legenden aus der Fremde zufolge sind sie arme Seelen, die die Kunst des Lebensentzugs auf der... der Kunst des Lebensentzugs auf der Spur waren. Habe ich die hier noch? Ne, die habe ich schon in die Kiste gepackt. Krasse Sache, Leute. Oh, Pharaos.
ist das? Habe ich noch Reparaturpulver eigentlich? Nee. Mann, Leute, ich muss wieder an Leuchtfeuer kommen, dann gehe ich gleich. Ich mach mal. Ich habe ja genug. Was ist das? Ja. Ja, moin, das ist Gift. Also so ein Dreck. Oh. Warum habe ich das jetzt gemacht, bitte? Kann mir das mal jemand sagen? Ich weiß es nämlich nicht. Sowas weiß man aber immer auch erst später, ne? Ja, und jetzt hat... Okay. Verdammtes Mistvieh. Da frisst die mich fast auf. Verstande das etwas. Hä? Ist das wieder so ein Stein, den ich den Krähen geben kann? Na klar. Ja. Das war das Startgeschenk, was ich mir ausgesucht hatte. Ich weiß nicht, ob das jetzt so gut war. Ach, da ist noch einer. Ah, das ist natürlich richtig geil als Versteck. Das ist richtig geil. So, Leute, ich gehe noch mit Zula und gehe kurz zu Lenigras. Das kostet zwar 2500 so ein Teil. Und ich muss mir jetzt fünf Stück, vier kann ich mir davon kaufen. Aber das muss einfach. Der Degen geht viel zu schnell kaputt. Das ist so eine coole Waffe, wenn ihr mich fragt. Das ist so eine coole Waffe. Die kann ich nicht da einfach immer wieder so kurz vorm Kaputtgehen sein lassen. Am Ende ist die futsch und dann muss ich sie reparieren. Dann weinen alle und dann ist doof. Ich frage mich, ob ich bald wieder neue Steine kaufen kann bei ihr. Bei ihr mit dem tiefen Ausschnitt, deren Namen ich mir jetzt leider nicht so... Well. Cloanne heißt sie, genau. Erzsteinhändlerin Cloanne. Nomen? Ne, habe ich leider nicht. Ich habe nichts, was sich zu kaufen lohnt bei dir. Ach, warte mal, ich glaube, er hatte nur Reparatur... Ah, er hatte noch eins. Pfeile. Brauche ich Pfeile? Ach nee, warte, 275. Ja, ja, du bist in der Nähe, das ist schön. 13.000, das heißt, ich brauche noch 5.000. Ja, 5.100 so rum. Ich habe da noch ganz viele billige. Schwindende Seele, die bringen halt fast gar nichts. Das ist doch schade. Klang. Das müssten jetzt 3000. Okay, dann noch die und dann habe ich wahrscheinlich wieder ein paar zu viel. Ja. Ne, zu wenig noch. Mist, ich brauche ja 13,7, ne? Toll. Toll, toll, toll. Jetzt habe ich wieder viel zu viele Seelen hier dabei. Na gut. Doch die paar jetzt ist ja egal, komm. Sparrow of the Curse. Und ich hole mir, ihr wisst das natürlich schon, ja, Geschicklichkeit. Ich meine, mit der Lebensenergie, das mag zwar ein bisschen wenig aussehen, also mir kommt es ein bisschen wenig vor. Aber ich komme super zurecht damit. So, wo haben wir es hier? Was ist das? Obere Irdenspitze? Ja, moin. Obere Spitze, das hört sich schon ganz so an, als wäre ich bald am Ende des Levels. Das finde ich auch sehr gut. Gowas Schutzring. Der Ring gehörte dem Assassinen Gowa, der ein halbes Dutzend Könige und mehrere Geistliche gemeuchelt hat. Haha. Er verringert von hinten erlittenen Schaden. Ach so, das ist Anti-Backstab quasi. Das ist... Kann ich nicht meckern. Finde ich gut. Finde ich sehr gut. Warum nicht? Ich meine, es gibt ja immer diese Backstab-Fischer und die nerven mich ehrlich gesagt so ein bisschen. Oder haben mich genervt in Dark Souls 1. Die sind immer um einen rumgezirkelt. Die haben nichts gemacht. Die sind wirklich immer nur um einen rumgelaufen. Und das ist so lame eigentlich als Taktik. Aber für manche halt auch wieder legitim und... Ich verstehe es halt nicht. So, Freundchen. Komm her. Okay. Genau, drei Stich. Ja, ja. Mach doch mal deinen Feuerkram. Du triffst doch eh nicht damit. Hast du noch nicht gemerkt, oder was? Au! Alter Schwede. Oder bin ich tot? War das eine Combustion? Guck mal, wie sie auch die Strümpfe, habt ihr das gesehen? Eieieiei, so halterlose. Ich sag nichts mehr. Ich muss ja voll wie so ein Lüstling rüberkommen für manche. Das ist nur Spaß, Mensch. Auch mit dem Ausschnitt, wenn ich da mal im Fern... Das wird immer gleich missverstanden. Diese
Guck mal, der Bruger, der guckt da nur mit dem Fernglas auf den Ausschnitt, weil nie. Nein. Nee. Das ist. So. Och, Manu. Ich war die ganze Zeit so schon menschlich. Menschlich, war ich? Und jetzt bin ich wieder untot. Das ist voll dumm. Voll dumm. Na komm. Das ist schon fies mit der Pyromantie. Die ist richtig stark. Guck mal, haha. Hahaha. Selbst vergiftet. Jetzt bleibst du aber oben. Ja klar, das war eine Combustion, die mich getötet hat. Du Stück. Warte mal, ich glaube, es ist mal wieder an der Zeit, mir den Ring anzuziehen, oder? Weiß nicht. Nee, komm, pfeift drauf. Ihr wisst schon, den Ring der Feigheit, da mit den Seelen und so weiter. Ja, ich weiß nicht. Es sagen zwar viele von euch, dass sie den Ring dauerhaft anhatten, aber ich will das nicht. Ich finde das doof. Muss ja auch so ein gewisses Restrisiko sein beim Dark Souls spielen, oder? Kann ja nicht immer nur alles safe und... Oh, wenn ich sterbe, passiert mir nichts. Dann repariere ich halt für 3000. Hahaha. Was? Was war das? Wüstenwächter? Nee. Wie hießen die? Doch, Wüstenzauberinnenhandschuhe. Zauberinnenhandschuhe aus dem fernen Land Yugo. Offenbar aus gewöhnlichem dünnen Stoff, doch mit mächtiger Magie durchtränkt. Wüstenzauberinnen bestehen durch ihre bezauberndes Äußeres, mit dem sie Leute überrumpeln. Ja, das kann ich bestätigen. Selbst jene, die aufmerksam genug sind, diesen Trick zu durchschauen, unterliegen mit frappierender Regelmäßigkeit ihren Verführungskünsten. Na gut, ich meine, wenn man weiß, dass es Gegner sind, dann lässt man sich da bestimmt nicht mehr drauf ein, ne? Sei nicht so schnell, du Penor. Oh, das staggert ihn aber natürlich nicht, ne? Ist das Gift wieder? Natürlich ist das Gift. Das ist Arsch, ist das. Er lässt dann aber manchmal so spät los, den Bogen. Die Sehne. Dass mich das eben nicht noch betroffen hat, wundert mich jetzt so ein bisschen. Lalalala. Bleibt das wieder kleben an... Ja, bleibt... geh weg. Geh weg. Geh weg. Da ist schon wieder eine Nebelwand. Eigentlich ist es ja total der kurze Weg zum Boss. Wenn es ein Boss ist. Warum sage ich immer sowas? Dann stimmt's. Und dann denkt ihr, ich kenne das alles schon. Nee, ich kenne das nicht. Das stimmt wirklich. So. Bin ich immer gespannt. Entweder ist es ein Leuchtfeuer oder ein Boss. Oh nein. Güter, die... Was? Hier ist ja... Ja, moin, hier ist überall Gift oder was? Alter, ja. Das ist die Hydra oder wie? Die Medusa. Ach komm schon, was soll denn das? Das ist feige, dass hier überall Gift ist jetzt. Ja, machst du gut. Hör mal auf damit, bitte. Hallo, hör mal auf, bitte. Das gibt's doch nicht. Ich werde sterben. Ja, ich bin vergiftet. Ich kann's mir denken. Alter! Das ist doch Kacke. Das ist unfair. Das ist wirklich unfair. Ja, super. Fairer Boss. Überall Gift. Und ich kann nicht mal schnell laufen hier. Was soll ich denn machen gegen die Troller? Was soll ich denn machen? Na komm, einen Versuch mache ich jetzt noch. Ja, dann sehen wir mal. Sehen wir mal, wie es läuft, ne? Ich habe gar nicht ihren Namen gesehen. Wie hieß sie? Irgendwas mit M. Mürter? Weiß nicht. Dass diese Typen hier immer wieder kommen, finde ich auch ein bisschen kacke, ehrlich gesagt. Hallo, stagger doch mal. Alter. Geh nicht auf den Nerv. So. Schwarz-Silber-Speer, schon wieder sowas. Ich glaube, ich nehme mal Feuer, oder? Kill it with fire. Das ist denen total egal, dass ich sie da anschieße.
Schwarzsilberspeer. Ein von der Macht der Finsternis durchdrungener schwarzsilberner Speer. Ach nee, warte mal, das ging noch weiter. Die Grabwächter schworen, die Ruhe in der... Was? Die Ruhe der in der Gruft der Untoten Schlummernden zu wahren. Wagt es jemand, sie zu stören, kümmern sich die Grabwächter nicht um Rang oder Reichtum und begraben sie ohne weiteres zusammen mit den anderen. Ja, aber ich meine, es ist ja nicht gerade so, als wäre das hier ein Grab. Es ist ja die Erde eine Spitze. Weißt du? Hallo? Ich hatte doch den Bogen. Ich könnte ja eigentlich auch die ganze Zeit anvisieren, die Typen, ne? Aber das bringt halt nichts. Merke ich gerade. So. Komm schon. Ich will noch einen Versuch machen jetzt auf die Troller. Das ist schon wieder so lang, die Folge. Schwer sah sie ja nicht aus. Ist nur wegen dem Gift so blöd. Aber das sagt einem auch keiner vorher, ne? Ach, das ist richtig dumm. Das ist richtig dumm mit dem Gift, ganz ehrlich. Ich finde das blöd. Kannst du jetzt mal aufhören? Gift. Und wie es langsam, man sieht richtig, wie es runterläuft. Das ist super. Warte mal. Gegen Menschen oder gegen Menschliche hilft doch Finsternis. Oder wie war das? Hm. Ich probier's mal. Dunkles Harz ist doch hier gegen, ne? Oder für Dunkelheit. Schaden. Ja, Finsternis. Finst. Verleiht der Hand Finst. So. Dann noch so eins. Und dann geht's drin. Wünscht mir Glück. Oh, guck mal, was das abzieht. Krass. Na? Ist klar, du Zippe. Oh Leute, ich muss gleich heilen. Hau jetzt zu, komm, mach irgendwas. Muss ich halt. Ja, ja, ja. Bist eine ganz nur tolle, bist du. Hallo, kannst du jetzt mal was machen? Wird schon wieder vergiftet. Trinken. Ah, es ist doch Kack mit dir. Du Spinatwachtel. Ja, ja. Vergiftet sein ist total kacke, sage ich euch. Nein! Ja, genau. Ich kann nicht raus. Und bin schon wieder vergiftet. Trinken. Vielleicht zweimal besser. Jetzt reicht's mir. Komm. Abstechen. Oh, nicht schwer, aber nervig. Ohne Ende. Ja, jetzt schnell raus. Boah, Leute, meine Güte. Warum Gift? Ja, ich weiß, Bruger ist gemeckert. Aber das muss auch manchmal sein bei sowas hier. Das ist einfach... Das sind Zustände. Guckt's euch mal an. Krasse Sache. Na gut, Leute. Ich hoffe trotzdem, es hat euch ein bisschen gefallen. Auch wegen Ningel-Ningel und so. Naja, wird mich freuen. Oh, guck mal, ich werde immer weiter vergiftet. Warum? Da war vielleicht noch Schlotz in der Luft. Naja, wäre super, wenn ihr mir trotzdem ein Like gebt, wenn ihr es in Erwägung ziehen würdet, mich zu unterstützen. Ich fände das sehr, sehr geil von euch. Leute, wir sehen uns wieder, wenn ihr möchtet, bei Dark Souls Teil 2.